Oh, right. Well, my name's Barry Page, and I was leader of the expedition that made the first ascent of the Central Tower of Payne. I was here on two expeditions, one in 60 and 61, to find out what was here, because nobody knew. Nobody in Europe, and not many Chileans knew that there were these peaks, these mountains. So we did a reconnaissance expedition. We found out that they looked pretty hard and quite high. Did you see a picture before you came here the very first time? I did. What did you? We got a picture from the British Museum, an old picture, and we saw these three towers and a glacier, but we had no idea how big the face was. We could have been a couple of hundred meters, maybe a thousand. We didn't know how big it was. So we came to find out. We couldn't find out much from the authorities here because people weren't knowledgeable about the inside of the pyramid. So we came and found out for ourselves. And we found out they're very big. Dieses Mal haben wir zum ersten Mal irgendwie die Strategie, dass wir nicht im Alpinstil klettern, also möglichst schnell durch die Wand, sondern dass wir Borderledge verwenden, dass wir Fixseile verwenden. Insgesamt haben wir ungefähr 300 Meter dabei und für mehrere Tage in der Wand bleiben, weil wir einfach glauben, dass wir länger brauchen für die Wand, weil sie sehr schwer ist, sehr kompakt ist und wir zum Bohren für die schweren Längen sicher zum Teil wahrscheinlich einen halben Tag oder Tag brauchen für ein, zwei Längen vermutlich. Und wir hoffen, dass natürlich möglichst viel freigeht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Route freigeht, glaube ich, sind sehr gering. 1100 Meter, 1200 Meter sind es insgesamt und der untere Teil also ist ein bisschen flacher, dann steilt es sich ziemlich auf, schaut sehr kompakt aus und oben die letzten 200 Meter sind dann wahrscheinlich wieder weniger das Problem. Wir rechnen damit, dass wir ungefähr eine Woche oder länger in der Wand sind, nehmen dementsprechend Wasser mit, also wir nehmen ungefähr 40 Liter, 45 Liter Wasser mit, nehmen sehr viel Trockenessen mit, nehmen Schokolade mit, nehmen Ketchup mit, nehmen ein bisschen Brot mit und natürlich unsere iPods mit Musik. Und das Spannende wird noch das Wetter sein. So wie es jetzt gerade ist. Ist zwar kein Niederschlag, aber der Wind wahrscheinlich oben so stark, dass man nicht klettern kann. Ich glaube, beim Zelt aufstellen hat sie Muchis das Zelt verwandt. Auwe! Verwandt, ja, das ist nachgesprungen, hat sie noch eingeholt. Aber ja, das kann ich überhaupt nicht sagen, wann man zur richtigen Zeit da ist. Man muss es auch probieren. Wenn es funktioniert, dann soll es passen und sonst geht es eh nicht. Wobei wir mit unserer Taktik, mit dem Portaletsch, natürlich auch die kleinen schönen Wetterfenster ausnutzen können und sozusagen, sobald das Wetter gut ist, immer gleich am Umkehrpunkt sind. Thank you.
aufgehen, war es so, man kommt hin, sieht den Wandfuß eingeschneit. So richtig grausig eigentlich, so richtig hochalpin und echt anspruchsvoll und schwer. Und es schaut eigentlich aussichtslos aus. Motivation ist auf einem Tiefpunkt. Motivation ist ziemlich. Lass dich schwer aufrechterhalten. Schwer aufrechterhalten. Na, weil das soll jetzt schon halbwegs gutes Wetter sein. Ne? Dann die nächsten zwei Tage sind ein bisschen besser. Und danach geht es richtig schlecht weiter. Das heißt einfach, dass der Schnee nicht aus der Wand verschwindet. Ne? Und das Eis. Der Karler Gabel hat gesagt, dass ein paar Tage halbwegs schön Wetter sein wird. So zwei, drei Tage mehr. Zwei, drei Tage? Halbwegs gut. Ja. Ja. Okay, wir müssen es probieren. Und danach hat es die Wand ein bisschen ausgeregnet. Es ist ein bisschen weniger Schnee drin gewesen. Es hat ein bisschen aber ausgeregnet. Immer noch winterlich. Immer noch schlechte Bedingungen eigentlich. Die Risse voll Eis, die Banteln voll Schnee. Aber trotzdem. Ja. Eigentlich war es irgendwie schon die letzte Chance, etwas zu tun. Ja, und dann ist trotz der schlechten Wetters eine Erstbegehung geglückt. Zwar nicht auf der Linie, die wir eigentlich gehabt haben. Aber die hat ziemlich geschlossen ausgeschaut und ziemlich nach technischem Klettern ausgeschaut. Also ein bisschen weiter rechts sind wir dann gegangen. Das heißt in der Ostbahn vom Zentralturm, ganz auf der rechten Seite. Und dann, also nicht zum Gipfel, sondern Ausstieg ist dann der Kohl zwischen Zentral- und Nordturm. Und ganz eine lässige Erstbegehung. Jawohl. Weil Route alles frei, also wir haben keine technischen Seillänge hinterlassen müssen. Und in Anbetracht für die Bedingungen war es eigentlich echt ziemlich cool. Jawohl! Cool! Schaut dir die Seite an, schaut echt lässig aus da. Fortress! Jawohl! Yeah! Da geht's auch! Woo!
Schon kalt noch? Es ist ja ziemlich frisch im Wind.